Wie so ein Shooter hier. Bam, 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 in die Fresse. Hui. Das ist auch geil gemacht eigentlich. Eigentlich nur so ein Rail-Shooter, ne? Ja, aber ich sag dir, das wird auch nicht so einfach. Allein schon, dass das Vieh Krieg folgt, einfach so, ne? Ja, das einfach fliegt, das ist doch toll irgendwie. Ja. Anstatt ihn runterzuwerfen oder so. Ja, zumal Krieg ja gerade seinen Reiter getötet hat, also würde ich mich nicht von jemanden steuern lassen, der gerade denjenigen, der mich davor gesteuert hat, getötet hat, irgendwie. Ja, aber ich glaube, das Vieh hat zu wenig Hirn, um das zu kapieren. Das ist ein Engelsding. In die Fresse. Ein Greif ist es, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Ich finde schon cool, wie sie hier mit der Mythologie spielen. Ja, Hölle gegen Himmel und du bist dann der die bestraft, wenn die sieben Siegel gebrochen werden, finde ich eigentlich schon geil. Ja. Diese sieben Siegel gab es auch schon mal, wie heißt das? Die gibt es ja wirklich. Achtung! Oh, konnte man da irgendwas machen? Scheiße, ein halbes Leben, Alter! Ich glaube, da kannst du diese aufladbare Attacke benutzen, die ist da, glaube ich, nützlicher. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass die so viel ziehen, Alter. Tja. Oh ja, jetzt kommen wir zum Turm des Zerstörers, glaube ich. Kannst du ausweichen auch? Ein bisschen, ja. Ja gut, weil dann musst du nämlich diesen Kugeln ausweichen, sonst hast du ein Problem. Das habe ich gemerkt. Kann man eigentlich jetzt den Dingsstein benutzen, um Leben aufzufüllen? Ja, könnte man theoretisch, aber das behalte ich noch ein bisschen. Gut, ja, wenn wir ihn brauchen, nur dann, weil ich habe jetzt gedacht, es speichert gerade, das heißt Checkpoint. Yep. Und unsichtbare... Das ist ziemlich dumm eigentlich. Jetzt auf einmal stürzen wieder Meteoren runter. Aber vor ein paar Minuten, da war noch Funkenstille, da hast du keinen Gegner gesehen. Aufladbare Attacke. What the? Ich bin tot, immer mal wieder. Was für Verarsche. Na, zum Glück ladet man da, wo der letzte Punkt war, mit vollem Leben. Gut, wo war das? Ah! Das war da, wo ich gerade abgekackt bin. Aufladbare Attacke ist immer gut. Ah, man kann die Viecher-Dinger zerstören. Die Kugeln. Ja. Ah, perfekt. Komm schon, komm schon, komm schon! Was? Jetzt füll Leben auf, Alter. Und zwar rechtzeitig. Hallo. Achso, scheiße, mit Taste 2 muss ich das machen. Haha. Oh Gott, geil. Ich schau die ganze Zeit auf Taste 1 an, obwohl da unten steht Taste 2. Es ist schön, dass du vom Checkpoint dann wieder mit vollem Leben startest. Yep. Mann, diese Viecher regen auf. Komm schon, alle Kugeln. Ah, Alter, das ist doch unfair. Komm schon. Nein, Lebensstein. Nee, du hast noch. Hast du schon benutzt? Ja, habe ich schon benutzt. Komm schon, komm schon. Jetzt mal auf die Gegner ballern. Also, sie sind weg, toll. Beten wir, dass jetzt noch ein Checkpoint kommt. Ja. Yep. Was jetzt echt unfair wäre, wenn jetzt der Zerstörer so aus dem Boden käme. Gott. Nein, das sind... Was sind das für welche? Keine Ahnung. Sind das wieder diese komischen Typen? Ah ne, die rammen, machen Ram-Attacke. Nicht getroffen. Kamikaze-Angriffe. Ja. Einfach mal so. Ah, Checkpoint. Oh, zum Glück. Gott vergib's dir. Was? Die Viecher würde ich auch abknallen da, diese Grünen da. Die sind nämlich nicht gerade sehr freundlich. Was ist. Ein Torwächter. Den kann man aber nicht angreifen, glaube ich. Cool, hier kann ich mehrere auf einmal angreifen. Bam. Naja, sie sind weg. Kurz gucken. Leben haben sie mir auch nicht dazu gegeben.
So, hier kann ich mehrere gleichzeitig anvisieren. Ja. Die Viecher nerven. Ja, ich habe sie gerade erst ein paar Sekundchen und sie nerven bereits. Wie die Hölle. Hey, wie die Hölle, sie sind aus der Hölle. Also ja. Passt doch. Stirb! Oh Mann, jetzt bräuchte man einen Checkpoint. Ja, Checkpoint war gerade vor kurzem. Hallo? Ach so, gut. Oh, ich sag dir, wenn wir hier fertig sind, was da ist, sag, wow. LOL, Leben zurückgekriegt. Dafür sind die grünen Viecher wahrscheinlich da. Ja. Och, was jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, passieren wird, das ist so episch. Okay, aber nicht verraten, ne? Ich will die Epic nicht behalten. Nein, das sag ich nicht. Das ist zu geil. Hey, ich bin ja nicht einer, der alles spoilert. Ja, will ich hoffen. Aber bei den Bossen werde ich schon helfen dann. Ja, das wird nicht schlecht. Wenn ich jetzt schon sehe, wenn wir bei diesen komischen Riesenviecher mit den Doppelhänden da abkacken, dann will ich nicht wissen, wie oft wir beim Boss abkacken, weil der braucht ganz schön lange. Ja, immerhin. Das Schöne ist, du siehst seinen Lebensbalken nicht. Das heißt, du musst so lange drauf kloppen, bis irgendwann ein Quicktime-Event kommt. Das kann lange dauern. Ja, hallo. Danke. Alter. Oh, Mann. Allein schon, ich hau da auch drauf wie sonst was, ne? Bist du nicht ausgewichen? Ja, bin ich jedes Mal, aber... Wenn das Spiel meint, dass ich nicht ausgewichen bin... Ach, nochmal... Wow. Toll, jetzt haben wir keinen Lebensstein mehr. Ja, leider. Sag mal, ich bin ausgewichen. Wenn jetzt vier von diesen komischen Engelstypen kämen, würde ich mich kaputt lachen. Aha. Jetzt bist du ausgewichen. Jetzt bin ich wieder aus. Ja, jetzt irgendwie funktioniert's. Jetzt wieder nicht. Mann, ist das logisch. Hallo? Geht der auch mal irgendwann down? Nö, das ist einer, der nie down geht, weißt du? Ja, geht down! Ich glaub's ja nicht. Und wieder Leben voll, fast, ne? Komm schon. Nein, nein. Leben, ich brauch Leben. Junge, eure Seelen können mich mal. Ich brauch Leben. Na, wir haben ja jetzt noch genug. Aber wenn jetzt noch so ein Drachenvieh kommt... Komm, jetzt müsste aber ein Checkpoint kommen, Leute. Ja. Ich meine, nein, natürlich nicht. Kommt ja. Natürlich nicht. Was zum? Och, gib doch mal Lebensenergie, Mann. Die sind fies irgendwie heute. Die mögen uns nicht. Nö. Die wissen, dass wir ein Let's Play machen, deswegen. So manches Mal glaube ich wirklich, dass die Spiele irgendwie so einen eingebauten Let's Play-Button haben, weißt du, so immer, wenn einer dazu labert und gleichzeitig flaps oder ein anderes Aufnahmeprogramm hat, dass das Spiel dann extra schwer wird, weißt du? Ja, die wissen es dann, sagen sich dann so, ja, jetzt müssen wir schwer werden. Jetzt machen wir es ihm extra schwer. Ah, ich freue mich schon. Wochenende. Ja, Wochenende ist doch schon. Ich weiß, aber nächstes. Wieso? Essen gehen. All you can eat mit meinen Eltern. Okay. Leben! Aber richtig. Ja, ich sagte ja, die grünen Viecher, die bringen's. Aber nächstes Wochenende habe ich schon... Jetzt kommt diese Cutscene, glaube ich. Nächstes Wochenende... Oh ja, jetzt kommt's. Aha, nächstes Wochenende habe ich schon Ferien. Mhm. Achtung jetzt. Boah. Das ist Diamant, gell? Autsch, das muss ich getan haben. Ja, das war nämlich der Boss. Diamant, die Fledermaus. Ja, und jetzt sind wir da. Tiamat, nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch eingestellt. Ach, als Maul. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da kannst du noch nicht hin, da brauchst du den Greifhaken. Mhm. Ah, meine Freunde sind hier. Oh, nicht die schon. Ja, die geben aber, glaube ich, Leben, gell? Ja. Oh, wenn ich sie dann mal erwische. Oh, komm schon, Leute. Ja, so ist richtig. Lasst euch von mir töten. So. Es ist ein guter Zweck.
Und zwar der eigene. Gut, nur noch du. Ach nein, da ist noch jemand. Wie sieht es eigentlich aus mit den Waffen? Oh. Hast schon den zweiten Rang vom Schwert? Nee, leider noch nicht. Weil du schnell gedrückt hast, deswegen. Warte. Da. Ah, okay. Nicht mehr aber lang. Die Sense hat einen Rang aufgestiegen. Glaube ich. Nö, immer noch gleich. Sag mal. Danke. Da war eine grüne Truhe rechts, ja da. Jo, der werde ich mir auch gleich annehmen. Mal sehen, ist hier noch irgendwas? Ja, ich muss noch sagen, hier, das sieht doch episch aus. Ich bin krass. Ja, und wenn du den Greifhaken kannst, kannst du dann, glaube ich, auch an diesen blauen leuchtenden Dingern in der Luft dran langen. Da kriegst du, glaube ich, dann auch eine Truhe oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, dann muss man ja einige Gebiete mal öfters besuchen. So. Ja, muss man sowieso. Wenn du alle 10 Rüstungsteile haben willst, dann musst du oft. Ich glaube, in einem Gebiet gibt es, glaube ich, 4 Teile oder so. Und jetzt gehen wir in den Dungeon, sag ich immer. Ja, sind hier eigentlich auch Dungeon. Mal gucken. Aha, wer ist denn hier? Wulgrim! Allein schon das Wulgrim, obwohl er gar nicht den. Der redet, ich finde den. Ja, obwohl Wulgrim gar nicht mehr die Gunst des Zerstörers hat, sich immer noch hier überall rumtreibt. Haben wir jetzt noch. Geh mal auf Waffen oder so. Also, ich glaube, wir kriegen noch keine neuen Waffen, oder? Naja, ich meine upgraden oder irgendwas. Oder ja, Fähigkeiten. Ja. Gucken wir mal. Geh mal Dämonen schneiden. Wie wär's, wenn wir Dings aufwerten? Hä? Oder was? Ich überleg grad, was wir aufwerten könnten. Nur noch geht nicht. Dämonenschnacke? Nö. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Den Kraftschlag. Ja. Ah komm, mach gleich 3 dritten Rang noch. Ja, genau, und noch Schwerthaken, dann haben wir's. Ja, halt's Maul, Wulgrim. Hey, Wulgrim ist korrekt, ich mag den. Ja, aber er labert immer ein bisschen zu viel. Ja, der redet so unheimlich irgendwie. Juhu, jetzt kommen wir in unseren Dungeon. Das Schöne ist, der Zwischenboss ist saugeil, aber das sag ich noch nicht. Der sieht nämlich übelst hässlich aus. Aha. Hallo, der krieg ist einfach. Was ist denn da? Ah, genau, diese Schwerter musst du benutzen, wenn du am Ende zum Endboss willst, da sind so 3 Statuen und in jede Statue musst du so ein Schwert stecken. Dann kommst okay. fährst du eine Plattform hoch und kommst zum Endboss. Jetzt habe ich aber mein anderes Schwert gar nicht mehr. Doch, irgendwie. Nein, das kriegst du, sobald du das Schwert sobald du dieses Schwert da abgesetzt hast, der Statue. Das Schwert macht aber, glaube ich, genauso viel Schaden. Oder glaube ich sogar noch mehr. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Schwert, würde ich jetzt mal einfach so. Also so von der Art, wie es programmiert ist, so das gleiche. Würde ich einfach mal so sagen. Aber es sieht geil aus. Siehst du noch? Hallo? Gut, wir haben gerade ein Problem mit der Internetverbindung. Ja, Internetverbindung ist gerade zusammengebrochen. Was relativ suboptimal ist. Ah, bin wieder da. Aber du siehst nichts mehr, ne? Nein, sorry, meine Verbindung war weg. Ja, habe ich gemerkt. Die Bildschirme. Hast du Cut gemacht? Naja, nee, habe ich nicht, weil ich habe es nicht gemerkt und wir müssen in. Meine Stunde ist eh gleich erreicht, weißt du? Die Aufnehmstunde. Ach so, ja, perfekt. Gut, dann gehe ich nochmal zu der Tür, die ich gerade nicht öffnen kann, aus irgendeinem Grund. Und was haben wir denn hier? Ein Rätsel? Ah, ich bin einfach nur noch schlau. Plopp. Gut, wir haben schon wieder ein Problem mit der Internetverbindung.
Oh Mann, ey, ist echt geil der Kampf hier. Los, komm, greif, mach ihn fertig. Oh. Hey, das sieht geil aus. Ja. Tot. Hm. Gut, nicht gerade nicht zu erreichen ist. Hallo? Gut, er ist weg, das ist schon mal nicht so gut. Ja, was soll ich sagen? So sollte das erste. Ja, so muss ein Let's Play mit Gastkommentar aussehen. Technische Fehler vorne, hinten. Immer ist perfekt. Ja, was kann ich groß sagen? Das hat mich jetzt ein bisschen alles irritiert. Ja, ich werde seinen Schlusskommentar wahrscheinlich noch später noch hineinschneiden. Da werde ich einfach irgendein Bild von Darksiders nehmen und dann, ihn dann so noch ein bisschen, noch einen Schlusskommentar sagen lassen, weil das ist ja ein bisschen fies, wenn nur ich einen Schlusskommentar hat und er irgendwie nicht da ist. Also, sage ich nur eins zu euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja, wenn man von Teufel spricht, ich hatte eben gerade gesagt, dass ich ihn mit reinschneiden wollte, da hat er mich gerade angerufen. So, sag noch irgendwas. Dann kannst auch du was abschließend sagen. Oh, ey, ja, krieg ich ja mal. Okay, das machen wir anders. Bist du wieder da? Bitte, dass du das rausschneiden wirst. Nein, komm, das sind Fails. Fails gehören dazu. Willst du mich verarschen? Das ist aber jetzt ein bisschen zufällig, dass er da. Alter, was soll denn das werden? Ach komm, das ist einfach gehört dazu. Sag jetzt deinen Schlusskommentar. Ja, also, nicht böse sein, wenn es jetzt übelst gefällt hat. Das ist mein erstes Let's Play sozusagen gewesen. Einen guten Kumpel, wo ich mich drauf freuen werde, wenn ich wieder weitermachen werde. Und ich glaube, die nächsten Parts werde ich dann auch wieder dabei sein, oder? Ja, kann. Ja, das kann man machen. Ja, musst mir nur wieder Bescheid sagen, gell? Yep. Ja gut, dann tschüss. Jo Leute, ich wünsche euch... Und schön abonnieren, gell? Ciao.